Also nun mal ganz ehrlich, ich lüge mir doch selber so oft in die Tasche. Und das mache ich so gut, dass meine Taschen prall gefüllt sind mit wunderbaren Lügen. Aber das tut hier nichts zur Sache. Ich will jetzt mal über das finanzielle Problem reden, wie ich das so erlebe. Das Problem zu denken, zu wenig Geld zu haben. Und dieses Geldproblem ist ja immer so eindringlich, vor allem eigentlich immer nur hier in den Gedanken drin. Düdel, düdel, dü. Da denkt sich dann, denken sich die Gedanken. Die Gedanken tauchen auf. Ich brauche jetzt mehr Geld. Wie kann ich nur meine Rechnungen bezahlen? Und wie kann ich es veranstalten, dass ich so viel Geld habe, dass ich irgendwann sorgenfrei leben kann, dass ich irgendwie gar nicht mehr mich darum kümmern muss, dass da Rechnungen kommen und die vielleicht nicht bezahlt werden wollen. Irgendwann will ich mich nicht mehr schuldig fühlen und keine Schulden aufbauen können mehr, weißt du? Und dann ist da einfach das Sehen, dass da einfach nur die Gedanken auftauchen. Es tauchen die Gedanken auf. Ich brauche jetzt Geld, aber eigentlich, was ist jetzt los? Der Ich, wie ich mir den so vorstelle, sitzt einfach in der Sonne, spricht vor sich hin, um sich mal wieder selbst zu regenerieren, macht wieder eine Selbstgesprächstherapie mit sich selbst. Ja, und das ist, mehr ist nicht. Die Sorgen an das Geld sind zu 99% immer in den Gedanken bei mir hier. Und eigentlich, wenn ich dann Geld brauche, um was zu bezahlen, ist es auch wieder da, auf mysteriöse Weise. Und warum nicht auch mal Schulden machen und sich schlecht fühlen? Passiert ja auch nicht so viel, außer dass man denkt, oh, ich bin jetzt bei jemandem verschuldet, der nicht ich ist. Haha, da ist ja jemand, der ist nicht ich, der ist die Bank. Der ist irgendwas anderes. Und dann bin ich wieder in der Hypnose der Ouroboros-Schlange, wo ich glaube, hier, ich bin Schlange, ich habe meinen Kopf hier oben und hinten, da wackelt mein Schwanz hin und her, der symbolisch für die Welt steht. Und dann denke ich, oh, da ist ja die Welt, die ist von mir getrennt, oh, da ist ja wieder was anderes, mit dem muss ich irgendwie zurechtkommen, muss ich frei kontrollieren wollen und oh, Angst, das können mir auch was wegnehmen. Und dann in dieser schönen, beknackten, tollen Selbsterkenntnis sehe ich, ui, ich bin ja diese Ouroboros-Schlange, die das Universum und alles ist. Ja, und ich habe mich nur von meinem eigenen schwänzelnden, magischen Schwanz verzaubern lassen und geglaubt, das wäre eine zweite Schlange, die mich vielleicht auffressen könnte oder mich beglücken könnte oder was auch immer. Aber irgendwie ist doch gar kein anderer. Ich verliebe mich immer in mich selbst, ich habe immer Angst vor mir selbst, ich bin immer über mich selbst verzweifelt, ich bin immer nur über sich selbst. Ja, was willst du denn da machen? Was willst du machen? Das läuft ab, das Programm. Und ein Teil des Programms denkt halt wieder, es könnte das Programm ändern. Aber das Programm kann das Programm nicht ändern. Aber wer bin ich jetzt? Bin ich jetzt der Lauscher, der sich selbst lauscht bei seinem Selbstgespräch? Also, bis jetzt hat diese Frage, wer bin ich, ihn noch nie zu irgendwas geführt. Es hat höchstens dazu geführt, dass die Ideen, die ich über mich selbst habe, auch verworfen werden und als nicht gültig gelten. Und dann sitze ich nackt da. Nacktes Sein, wie der FKK-Präsident, lasse ich mich nageln an das Kreuz des Schicksals, will nicht mehr entkommen und bin gleichzeitig alles, was das ist. Das Kreuz, der Nagel, der Hingenagelte, der ihn hinnagelt, der Gott, der nicht vorhanden ist, der nicht auftaucht und nicht verschwindet, die Wolken, der Blitz, die Sonne, das Geschwafel, bla. Where? Was? Es gibt keine Befreiung. Niemals. Wer sollte befreit werden können? Sag mir das.
Ja, will ich gerne wissen. Ich natürlich. Ich, immer ich, immer nur ich. Ich, 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 ich. Ich bin so alleine und das ist ganz fein. Und wenn ich mit anderen zusammen bin, dann gibt es immer irgendwelche Freudelakkusionen. Freudige Komplikationen oder auch nicht. Einer will besser sein als der andere will vielleicht noch besser sein als der, der denkt, dass er schon besser ist als der andere ist. Na, immer ein kleines Machtspielchen oder auch nicht. Und dann hockt man vielleicht zusammen und auf einmal fängt das Sein zu tanzen und zu spielen an. Huh, tralala, trommel, trommel, sing, sing, ho, hüpf, hüpf, ho, schau, alles einfach. Just see. Schau einfach. Schau einfach. Ha, ha, ha. Sehen geschieht. Und wenn sich dann wieder ein emotionales Konfliktfeld aufbaut und wieder ein Ich da ist, das dann Angst hat, dass irgendwas so ihn bedrücken könnte oder bla, dann ist es wieder wie eine Wolke am Himmel und die Sonne strahlt, den Himmel kümmert's nicht, was für Wolken auftauchen. Bäh, di di di, wah. Ja, ja. So da lang. Oink.